Ihr schaut LTV mit dem Nokia Asha 303 Smartphone hier im Unboxing. Mein Name ist Balázs Gál und vielen Dank fürs Zuschauen bei Endeavil TV, wie schon erwähnt. Und ja, wie ihr sehen könnt, Asha 303 heißt es. Sehr schicke Verpackung. Wir haben einmal die rote Farbe hier. Schwarz ist es, glaube ich, sogar drin. Und es müsste es auch nochmal in der dritten Farbe, glaube ich, geben. Oder vielleicht sind es auch nur die zwei. Hier könnt ihr die technischen Daten ablesen. Nur 3,2 Megapixel Kamera leider. Und 2,6 Zoll Touchscreen. Dafür haben wir hier noch WLAN mit integriert und auch ein Micro-SD-Kartenleser, den wir euch gleich noch zeigen werden. Beziehungsweise 2 GB Micro-SD sind schon dabei und meine Kamera mag nicht immer fokussieren, wie ihr sehen könnt. Aber wir haben Standard-Kopfhörer mit dabei, beziehungsweise wir können es auch über Micro-USB aufladen, obwohl es nicht über Micro-USB eigentlich das Netzteil mit dabei ist. Und ja, schauen wir uns hier das Paket an, und wenn meine Kamera schon mal nicht fokussieren will, dann sollt ihr es immerhin auf die Ferne in scharf sehen. Hier haben wir das Gerät selber, finden wir sehr, sehr schick, und wir werden es auch gleich vergleichen mit ein paar anderen Geräten. Kommen wir gleich dazu. Wir haben in der Verpackung noch drin Kopfhörer, die, wie ihr seht, genauso ausschauen wie beim Asha 300, also gleich langes Ende, beziehungsweise wir haben ja ein Mikrofon mit dabei, das Clip-on ist, finden wir sehr schick und praktisch, hochwertig. Und ja, das Ende ist leider nicht ganz so hochwertig. Dann haben wir hier noch ein Netzteil, wieder ähnlich klein und einfach, allerdings, wie schon erwähnt, nicht über Micro-USB, sondern über so ein Nokia-Ladegerät ladbar. Aber es ist trotzdem EU-konform, dass man das Gerät über Micro-USB laden kann, über den Micro-USB-Anschluss. Jetzt habe ich das Wort bestimmt schon 20 Mal gesagt innerhalb der ersten Minute. Nokia Asha 303 Bedienungsanleitung in Deutsch. FM-Radio und ähnliches wird drin beschrieben. Wie benutze ich das Symbian-Handy? Denn ja, wir haben hier kein Android. Dafür kostet es nur 130 Euro. Das ist ein sehr guter Preis, finde ich, denn die Rückseite ist sogar aus Metall. Die hier, und die machen wir auch jetzt ab und zeigen euch den Akku da drin, der 1000 irgendwas Milliampere hat und den wir vorhin schon eingelegt haben. Deswegen war es nicht in der Verpackung drin. 1300 Milliampere. Die Kamera wird jetzt wahrscheinlich wieder fokussieren, weil die Kamera mein Gesicht lieber mag. Auf jeden Fall 4,8 Wattstunden steht da noch drauf. Und wir haben hier im Handy selber drin, oben einmal Micro-SD, 2 GB schon mal drin, integriert. Aber die können wir auf 16 GB erweitern. Hier kommt die SIM-Karte rein. Und ja, ansonsten könnt ihr sehen, noch viele andere Geschichten sind hier drin. So, legen wir die 3,7 Volt Geschichte hier wieder ein. Machen das Ganze wieder zu. Hier die mit, also nur der Teil ist metallisch, alles andere ist Plastik, ist aber nicht so schlimm, dafür haben wir einen guten Empfang natürlich. Und dann haben wir hier noch die 3,2 Megapixel Kamera, die nicht 5 Megapixel hat wie bei der bei dem Nokia Asha 300. Allerdings hatten wir hier natürlich eine QWERTY-Tastatur, was wir sehr viel praktischer finden. Und die könnt ihr auch anschauen hier im direkten Vergleich zu dem Palm Pixie Plus, das eigentlich vom preislichen her ähnlich ist. Da müssten wir jetzt allerdings hier einen guten Fokus hinbekommen. Denke ich mal, wenn meine Kamera uns lieb hat. Ansonsten, ja, ihr könnt erkennen, von der Größe her ist etwas breiter, aber beide müssten eigentlich, glaube ich, 2,6 Touchscreen-Zoll haben. Und ja, das Nokia, ups, falsches Handy in der Hand geblieben. Das Nokia hat hier oben noch, wie schon erwähnt, einen Stromanschluss natürlich für den Stromadapter, den Nokia mitgeliefert hat, Micro-USB und den ja, Kopfhöreranschluss mit Mikrofon natürlich integriert. Dann haben wir hier Lautstärkeregler und einen Lock-Button, mit dem können wir das Display schnell locken. Also ihr müsst nicht irgendwo eine Tastenkombi drücken. Unten ist nichts, also das Mikrofon ist irgendwo hier zwischen den Tasten eingebaut. Und ja, auf der anderen Seite haben wir hier nur so ein komisches Löchlein. Und ihr könnt auch von der Seite erkennen, ähnlich wie das Sony Xperia Arc, das Design ein bisschen gewölbt hinten. Dadurch liegt es wirklich sehr gut in der Hand. Machen wir es an, wir haben es gestern schon mal ein bisschen benutzt, aus Versehen über Nacht auch WLAN angelassen, deswegen wollte es vorhin auch gar nicht angehen. Wir haben ja jetzt auch eine Battery Low Anzeige, was das heißt, wissen wir jetzt noch nicht genau, vielleicht sagt uns, ja nee, das Handy lässt sich trotzdem anmachen, geht auch recht schnell übrigens, und wir probieren jetzt nochmal hier einen Fokus hinzukriegen, damit ihr auch ein bisschen erkennen könnt, wie schön die Tasten hier auf dem Handy eigentlich wirklich sind. Denn wir haben wirklich sehr schicke große Tasten. Das Symbian-Menü lässt sich auch einfach bedienen. Ich gehe jetzt mal hier in der Mitte auf Menü drauf und dann könnt ihr sehen, wir haben hier ein schickes Touchscreen, was wirklich sich sehr schnell hier bedienen lässt. Beziehungsweise wir machen jetzt gleich mal die Kamera auf. Gehen Menü, Fotos und Kamera hier oben.
Und Battery Low Anzeige erlaubt uns anscheinend nicht gerade, dass wir die Kamera bedienen, aber wir werden natürlich noch ein komplettes Testvideo veröffentlichen, wo wir dann alles demonstrieren. Und das war's dann, denke ich, auch schon mit dem Unboxing hier dieses kleines Smartphones. Wir haben kein Micro-USB-Kabel leider dabei, aber wir finden, das geht, das Asha 303, trotzdem sehr schick und für 130 Euro auf jeden Fall mit FM-Radio, Micro-SD, WLAN und ist eigentlich alles mit dabei. Sehr schick, wenn man nicht unbedingt viele Apps braucht bei Android. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Baraschgal und vielen Dank fürs Zuschauen bei Endeavor TV und dem Nokia Asha 303 Smartphone. Yeah!